einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist es mal wieder Zeit für eine Trainingseinheit und weil es eine etwas besonderere Trainingseinheit ist, dachte ich mir, ja, gehen wir doch einfach gemeinsam trainieren. Und vielleicht lasse ich so den einen oder anderen Tipp fallen, der euch noch was bringen kann, denn heute sind die Bedingungen etwas schwierig. Ich trainiere ja in der Regel im Winter gerne für den Sommer und dabei meistens mit Skitouren oder sonst was. Aber nicht immer, vor allen Dingen meistens, habe ich nicht die Zeit und ihr wahrscheinlich auch nicht, dass man einfach mal nach der Arbeit oder vor der Arbeit eine ganze Skitour abzieht, sondern man muss sich irgendwie die Zeit einfach effizienter einteilen. Und das geht einfach ganz gut mit Lauftrainings und Trailtrainings. Und genau das mache ich auch heute wieder. Das Wichtige ist aber, dass natürlich im Winter diese Trailtrainings immer etwas schwieriger sind, denn es ist nicht nur kalt, sondern es liegt natürlich auch Schnee. Also passendes Schuhwerk, logisch, aber vor allen Dingen bei der Wahl der Ausrüstung sollte man definitiv vorsichtig sein, weil ja, wir haben einfach andere Voraussetzungen, wir haben andere Gefahren und man muss definitiv etwas mehr mitnehmen als sonst. Und genau das schauen wir uns jetzt einfach mal kurz an. Obwohl das heute keine gigantische Runde ist, werde ich jedenfalls trotzdem meine Laufweste anziehen. Ich werde da jetzt nicht so viel trinken oder sowas reinpacken, sondern mir geht es vor allen Dingen in erster Linie um den Platz und trotzdem um den Komfort, dass ich ein gewisses Maß an Sicherheitsausrüstung mitnehmen kann. Wir brauchen tendenziell kein ganzes Erste-Hilfe-Paket mit. Es reicht in der Regel, wenn man sich, und das ist das Allerwichtigste, eine Rettungsdecke mitnimmt, denn die kann einem tatsächlich im Zweifelsfall den Arsch retten, wenn man sich den Knöchel verstaucht oder sonst irgendwas passiert, und dafür sind so Laufwesten natürlich großartig geeignet. Wenn man jetzt auf keine sehr weiten Strecken geht, dann muss man nicht unbedingt was zu essen oder so mitnehmen, sondern reicht es in der Regel, mit einer Alu-Rettungsdecke unterwegs zu sein. Man kann sich auch noch eine zweite mitnehmen oder sonst was. Und was ich natürlich auch empfehlen würde, ist, dass man dementsprechend auch ein bisschen Kleidung mehr mitnimmt, als man am Körper hat. Das ist ja was man beim Lauftraining in der Regel ja eher nicht so macht. Man verzichtet ja meistens auf alles an unnötigem Gepäck. Aber gerade wenn wir in so Mittelgebirge unterwegs sind, wo ein bisschen Schnee liegt, wo es durchaus sein kann, dass die Kälte vom Schnee einfach mal mehr abstrahlt und dann ist kein Schnee oder unten liegt kein Schnee und es ist grundsätzlich etwas wärmer und man kommt in den Wald, dann macht es einfach mehr Sinn, wenn man ein bisschen mehr Kleidung dabei hat. Gerade so eine dünne Laufweste oder sowas macht definitiv Sinn, weil gerade in den Bergabstrecken ist es dann einfach doch deutlich frischer und ja, dann ist es trotzdem gemütlich warm. Wenn es um passendes Schuhwerk geht, dann ist es immer ein bisschen schwierig, gerade bei so aktuellen Bedingungen, wo wir jetzt 7 Grad draußen haben, zumindest unten im Tal, und es ist nicht ganz so eingeschneit. Oben alle Gipfel sind sehr weiß, unten alles ist sehr, sehr trocken. Da ist es immer ein bisschen schwierig, man weiß nicht so ganz, was erwartet einen oben im Wald. Deshalb schwierige Frage. Unten kann man natürlich eher mit so einem normalen Trailrunning-Schuh oder mit einem Leicht-Trailrunning-Schuh laufen. Der hat ein ganz durchschnittliches Trailrunning-Profil, mit dem funktioniert es in der Regel sehr, sehr gut. Oben könnte es natürlich dann sein, dass so ein Speedcross wie von Salomon mit einem richtigen Stollenprofil deutlich besser wäre und deutlich besser funktioniert, aber pauschal kann man auch das nicht sagen. Deshalb werde ich heute eher zu dem greifen, einfach weil er ein bisschen gemütlicher ist, weil er nicht ganz so schmal ist wie der hier und ich mag so schmale Schuhe in der Regel gar nicht so gerne. Für richtig viel Schnee, Matsch, Eis ist der natürlich um Welten besser geeignet, das muss man glaube ich gar nicht erwähnen, das sieht man wie von selber. Aber ich möchte auf jeden Fall darauf hinaus, normale Laufschuhe sind natürlich für Trails, gerade im Winter, absolut ungeeignet. Wir haben Matsch, wir haben vereiste Stellen, wir haben Schnee. All das spricht definitiv für mehr Profil, deutlich mehr Profil, und auch ein hartes Profil macht da auf jeden Fall Sinn. Was ich übrigens noch komplett anders mache, als wenn ich normal laufen gehe. Ich gehe ja die meiste Zeit durchschnittliche Laufstrecken auf Asphalt laufen. Was ich aber anders mache, wenn ich jetzt in den Bergen laufen gehe und das im Winter, ist, dass ich tatsächlich mehr davor esse. In der Regel wirkt sich das so aus, dass es mir am Anfang nicht so gut geht, aber wenn man Hunger kriegt, dann wird man deutlich schneller hinten raus müde und das kann man sich einfach, wenn man im Gelände ist, nicht so gut leisten. Schließlich ja, muss man auf jeden Fall wieder runter und man sollte nicht zu langsam sein, man sollte sich nicht zu viel ausruhen und zu viel Pausen machen, denn dann hat man wieder das Problem mit der Unterkühlung. Lieber esse ich ein bisschen mehr, bin dafür am Anfang träge und langsam, aber dafür weiß ich, dass ich wirklich die ganze Trainingssession durchhalte. Vollkommen egal, ob das 5 oder 15 Kilometer sind. Es geht einfach darum, dass das ein Sicherheitsaspekt ist, also ein bisschen mehr essen, vielleicht eine Banane zum Frühstück mehr, bevor man losläuft oder was auch immer, ein bisschen mehr essen, oder wenn ihr komplette Nüchternläufer seid, esst auf jeden Fall vor Bergsessions etwas, denn das ist einfach sicherheitsrelevant in dem Fall. So, und sollte man nach dem Training so richtig durchgefroren sein,
Dann hilft es natürlich, was in meinem Fall nicht der Fall war. Dann hilft es natürlich, wenn man gleich mit die warme Dusche springt. Das ist grundsätzlich gut und gerade wenn man viel bergauf läuft, dann macht es manchmal tatsächlich auch Sinn, wenn man seine Oberschenkel, auch wenn das irgendwie ein bisschen schlimm ist, kalt abduscht. Denn das beugt so ein bisschen den Muskelkater vor, zumindest den Schmerzen. Natürlich braucht man trotzdem die gleiche Regeneration ungefähr, aber ja, man fühlt sich nicht ganz so müde in den Muskeln und kann auch am nächsten Tag wieder irgendwas unternehmen. Und sollten euch solche kleineren Tipps irgendwie gefallen oder helfen oder ja, oder einfach solche Videos gefallen, wenn ich euch mitnehme irgendwie auf meine Trainings, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, gebt dem Video einen Daumen hoch, ihr kennt das Spiel ja. Ja, und dann kann ich sowas in Zukunft auch gerne mal öfter machen. Bis zum nächsten Mal, wie immer, eine wunderschöne Zeit und berghalten.